Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich's eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streuner? Und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du ihm ja bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unsere Stärke. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Und? Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Scheiß Feiglinge! Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, ein Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen. Damit uns das nicht auch passiert. Wir sind bereit! Das sind unsere Soldaten! Gib mir den Feuerschuss! Sie wissen, was Sie zu tun haben, Kerl. Behalten Sie die Fenster da im Auge! Thank you.
Station voraus. Alle Mann bereithalten. Brennen Sie sich gefälligst an. Ich hab's gleich. Verteidigungen zerstören. Thank you.
haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade, Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Artilleriestellung zerstört. Jetzt machen wir dasselbe mit der anderen. Das war die letzte Artilleriestellung. Anton 1, feindliche Panzerdivision versucht, den Platz zu stellen. Sofort angreifen und abwehren. Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Wir können sie nicht abhängen. Kertz, sehen Sie zu, dass wir immer irgendeine Deckung haben. Schröder und Hartmann, Sie feuern nur, wenn Sie ein Ziel haben. Stefan ist startklar! Boah, das Ding gefällt mir gar nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Soll ich ihn in die Luft jagen, Kommandant? Genau vor uns! Scheiße, das ist nicht gut! Gut, Kerz, legen Sie los! Ich arbeite dran! Alles erledigt! Kein Mucks mehr! Kein Durchschlag! Geschafft! Das war der letzte. Sie haben's geschafft! Mein Gott, ich kann nicht! Das war verdammt knapp! An alle Panzereinheiten! Rücken Sie zum Sammelpunkt vor! Attackieren Sie alle feindlichen Einheiten und jagen Sie die Angreifer aus der Stadt! Kerz! Ja, Kommandant! Thank you.
ist ein Hinterhalt. Schröder! Wir haben es geschafft! Diese Bastarde sind verrückt! Die haben keine Chance gegen Tiger!
Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh ja, dort noch mal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann! Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Kurt, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Oberkommando. Oberkommando Ende. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Kerz.
Mannschaft, Kommandant. Warum kann er nicht einfach Ja sagen? Stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann, voller Fehler. Said the first war was going to be the one to end all wars. What a load of bullshit. All I remember of the First World War is some fellow with a huge mustache. I don't know what you're talking about. What? Something moved over there. It was around here.
So, a man walks into the records office and asks to change his name. The clerk asks the man his name, and the man replies, "My name is Adolf Stephen." The clerk then asks the man, "What do you want?" "Brother! You heard that too, right?" "Go see if someone is over." "Not be one of those creepy crawlers. Have a look then." "Hey! Hey! I don't know. Well, you should go take a look." "What was..." "Soldier, see what it was." "Go see what it is." "Huh?" Nothing.
Gefälligst an. Komm schon! Komm schon! Stefan ist kampfbereit! Aber das Funkgerät hat den Geist aufgegeben. Fürs Erste kommen wir auch ohne zurecht. Immer weiter zum Ziel. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Come on.
Ich denke, das war's. Erledigt. Nichts wie weg hier. Idiot! Halten Sie den Mund. Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Wo sind die Verteidigungsstellungen? Kommandant?
Was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Jetzt die große Verteidigung. Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung! Alle mobilen Einsatzkräfte an der Kathedrale! Verteidigen Sie den Brückenkopf um jeden Preis! Lassen Sie niemanden vorbei! Verflucht! Sind Sie verrückt? Schnell! Durch in den Panzer! Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen!
es geht! Komm schon! Komm schon! Kein Durchschlag! Weiter so! Das hier ist noch nicht vorbei. Die werden sicher nochmal angreifen. Alle Mann auf ihre Positionen! Vorsicht! Artillerie! Wir haben uns markiert! In Deckung! Schnell! Zur Brücke! Los! Wir können sie nicht mehr aufhalten! Verraten? Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Herrgott.
Sieh dich doch um, Peter. Gott stehe uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kurt. Komm. Tu das nicht, Kurt. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kurt! Kurt! Ich weiß, er war ihr Freund, aber er ist desertiert. Gemeinsam sind wir stärker, richtig? Die Schwachen überleben nicht. Es waren doch ihre Worte, oder? Bei dir, sagen Sie es! War das nicht so? Just give